Der Syrien-Konflikt geht mittlerweile in sein 8. Jahr. Weit über 400.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Millionen Syrer mussten ihre Heimat verlassen. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Menschen ist zu uns gekommen. Aus zunächst friedlichen Demonstrationen im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings wurde ein Bürgerkrieg und schließlich ein Konflikt mit mittlerweile internationaler Dimension. Und dieser Konflikt und das unermessliche Leiden der Menschen, die davon betroffen sind, sind eine Bewährungsprobe für die internationale Gemeinschaft. Bisher haben die internationalen Mechanismen zur Konfliktlösung versagt. Nicht anders kann man das bezeichnen. Und ansonsten wäre auch das militärische Eingreifen Frankreichs, der USA und Großbritanniens nicht erforderlich gewesen. Das Assad-Regime hat in der Vergangenheit nachweislich und wiederholt Chemiewaffen gegen die eigene Zivilbevölkerung eingesetzt. Mit Chlorgas und Sarin sind unschuldige Frauen, Männer und Kinder auf unerträglichste Weise ermordet worden. Und im Verhältnis dazu ist die Zerstörung von Gebäuden, in denen dieser chemische Dreck erforscht, gelagert und produziert wird, als angemessen zu bezeichnen. Wir dürfen uns nie achselzuckend daran gewöhnen, dass mit Chemiewaffen Kriegsverbrechen begangen werden, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es jetzt von größter Wichtigkeit, dafür zu sorgen, dass die Lage nicht weiter eskaliert. Und so schlimm sich das auch anhören mag, die Dynamik der Lage für eine Wiederaufnahme des festgefahrenen politischen Prozesses zu nutzen. Weder Genf noch Astana haben den politischen Prozess bisher nachhaltig nach vorne bringen können. Und die Vereinten Nationen sind die einzige Institution und Organisation, die einen solchen Prozess dauerhaft tragen können. Aber nach den letzten Jahren wissen wir, es bedarf einer Hilfe beim Einstieg in die Wiederaufnahme dieses Prozesses. Und deshalb arbeiten wir zurzeit mit Hochdruck daran, die bestehenden Blockaden aufzulösen. Erstens, wir haben am Sonntag in der NATO und am Montag in der Europäischen Union auf neue politische Gespräche gedrängt. Zweitens, wir werden das Thema nächste Woche in die G7 tragen. Mit meiner kanadischen Kollegin habe ich gestern vereinbart, Syrien auf die Agenda des G7-Außenministertreffens in Kanada am Wochenende zu setzen. Und drittens, wir halten engsten Kontakt zu Staffan de Mistura und wir beraten bilateral mit unseren Partnern, wie neue Bewegung in eine sehr verfahrene Lage zu bekommen sein wird. Schritt für Schritt müssen wir die internationalen Partner erst wieder an Bord holen, die den Prozess der Vereinten Nationen dann gemeinsam wieder in Gang bringen müssen. Frankreich, die USA, Großbritannien, die Partner aus der Region, die Türkei und Russland werden für diesen Prozess unverzichtbar sein. Auf jeden Fall wegsehen darf keine Option mehr für uns sein. Es ist bei diesem Konflikt schon viel zu lange weggesehen worden. Meine Damen und Herren, dringlichstes Ziel des politischen Prozesses muss zunächst sein, dass dauerhaft und landesweit endlich die Waffen schweigen und dass humanitärer Zugang eröffnet wird, so wie das in der Resolution 2401 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen schon längst eingefordert ist. In einem zweiten Schritt muss unter Ägide der Vereinten Nationen eine dauerhafte Lösung ausgehandelt werden, die die legitimen Interessen aller Bevölkerungsgruppen in Syrien berücksichtigt. Und das wird ganz besonders schwer sein nach den letzten Jahren. Und all das soll im Einklang mit den Resolutionen stehen, die Vereinten Nationen im Sicherheitsrat bereits beschlossen haben. Und die beinhalten Bildung einer Übergangsregierung, Verfassungsreform und am Schluss auch Wahlen. Und das werden auch die entscheidenden Momente des kommenden Prozesses sein. Ich kann Ihnen versichern, die Bundesregierung wird alle zur Verfügung stehenden diplomatischen Mittel nutzen, um einen solchen politischen Prozess mit zu befördern. Dazu wird auch gehören, dass wir natürlich
unsere Kanäle nach Moskau nutzen, um gegenüber Russland auf eine konstruktive Haltung zu drängen. Ohne Russland wird der politische Prozess nicht gelingen. Russland, das die Hand über Assad hält, muss den Druck auf das Assad-Regime erhöhen, damit es überhaupt Verhandlungsergebnisse geben kann. Und wir wollen die Vereinten Nationen dabei unterstützen, wieder eine aktive und gestaltende Rolle zu übernehmen, denn unter deren Dach gehört jede Maßnahme der Konfliktlösung. Und insbesondere stärken wir Ihren Sondergesandten Staffan de Mistura darin, die zügige Wiederaufnahme der Verhandlungen und die Gründung eines Verfassungskomitees, darüber war man sich schon einig, im Rahmen des Genfer Prozesses jetzt wieder aufzusetzen und nach vorne zu bringen. Und wir werden unser massives Engagement in der humanitären Hilfe für Syrien fortsetzen. Mehr als 2 Milliarden Euro haben wir bisher ausgegeben, und wir werden noch mehr leisten müssen. Und das werden wir nächste Woche bei der Brüsseler Syrien-Konferenz auch bekräftigen. Und ich würde mich freuen, wenn bei den anstehenden Haushaltsberatungen dies auch die Unterstützung des ganzen Hauses finden würde. Ich bin aber genauso fest davon überzeugt, dass ein dauerhafter Frieden in Syrien nur möglich ist, wenn diejenigen, die schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen oder befohlen haben, zur Verantwortung gezogen werden. Und deshalb unterstützt Deutschland die vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen geschaffene unabhängige Untersuchungskommission für Syrien. Ihre Aufgabe ist es jetzt, Kriegsverbrechen in Syrien zu dokumentieren und sie für spätere Gerichtsverfahren nutzbar zu machen. Wir wollen, dass die Kriegsverbrecher nicht ungeschoren davonkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und schließlich sind wir bereit, und auch das haben wir unseren Partnern bereits mitgeteilt, die Vernichtung syrischer Chemiewaffen auch ganz praktisch, also finanziell und auch logistisch, zu unterstützen, so wie wir das in der Vergangenheit ebenso bereits getan haben. Meine Damen und Herren, die Ereignisse der letzten Tage haben uns mit aller Härte vor Augen geführt, wie brandgefährlich die Lage in Syrien ist. Und bei weitem nicht nur für die Region selbst. Und deshalb arbeiten wir mit aller Kraft für eine diplomatische Lösung. Nur so wird das Leid der Menschen ein Ende finden und dauerhafter Frieden in Syrien geschaffen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Alexander Gauland für die AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Von dem französischen Außenminister Talleyrand stammt der Rat an seine Mitarbeiter: Pas de sel, bloß kein Eifer, denn falscher Eifer schadet nur. Doch falscher Eifer ist es, was Amerikaner, Briten und Franzosen in Syrien antreibt. Sie haben kein UN-Mandat und keine politische Strategie für das Land. Deshalb, meine Damen und Herren, sind die Angriffe auf vermeintliche Produktionsstätten chemischer Waffen ebenso völkerrechtswidrig wie politisch verfehlt. Nun sage bitte niemand, wie es die Premierministerin Theresa May vor dem Unterhaus tat, dass es sich um eine gerechtfertigte humanitäre Intervention zum Schutz der syrischen Bevölkerung gehandelt habe. Erstaunlicherweise hat der Außenminister das heute nicht benutzt. Da die Untersuchungen über den vorgeblichen Einsatz chemischer Waffen ja noch andauern. Meine Damen und Herren, was für ein Irrsinn, eine Bestrafung vorzunehmen, ohne den Schuldspruch abzuwarten. Und sehr geehrter Herr Außenminister, Sie haben geschickt auf die Vergangenheit rekurriert. Sie haben nicht gesagt, dass diesmal
chemische Waffen eingesetzt worden sind. Nur es ging jetzt um chemische Waffen und nicht um die Vergangenheit. Und, meine Damen und Herren, zu gut erinnern wir uns noch an den armen Colin Powell, der mit großem propagandistischen Aufwand die fahrenden Giftgaslabors von Saddam Hussein im UN-Sicherheitsrat vorstellen musste und sich viel später für seinen Missgriff zu entschuldigen. Es war das gleiche Muster: behaupten, nicht beweisen können und trotzdem schießen. Man muss der Bundesregierung ja geradezu dankbar sein, Herr Außenminister, dass sie das Schießen nicht mitgemacht hat. Aber vielleicht war das ja auch nicht der eigenen Einsicht, sondern nur dem Umstand einer kaum noch einsatzfähigen Bundeswehr zu danken. Denn, meine Damen und Herren, mit einem hat der Kollege Graf Lambsdorff schon recht. Wenn die Bundesregierung das Schießen so toll findet, dann ist ihr Zögern nur mit der alten Volksweisheit zu erklären: wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Politik, lieber Herr Außenminister, ist es nicht. Dass hinter all dem keine Strategie und kein System steckt, ist offensichtlich. Das beginnt schon mit den hysterischen Reaktionen auf alle, die sich auch nur in Syrien umschauen, wie einige von uns. Es ging ums Umschauen, in der Tat. Oder gar der Meinung sind, da gibt es auch welche, dass Assad zwar Teil des Problems ist, da gebe ich dem Herrn Außenminister recht, aber eben auch Teil der Lösung sein muss. Ohne Assad geht es leider nicht. Auch hier, meine Damen und Herren, sollten wir eigentlich aus Libyen gelernt haben, dass das Ende einer Diktatur nicht den Anfang einer Westminster-Demokratie bedeutet und dass man immer mit den aktuell Herrschenden reden muss, wo auch immer sie auftreten. Das ist völlig klar. Außenpolitik, meine Damen und Herren, ist leider kein Wunschkonzert. Oder um es mit Otto von Bismarck zu sagen, wir haben nicht Dogmatik, sondern Politik zu treiben. Ich behaupte nicht, dass wir wüssten, wie Syrien im Ganzen wieder zu einem halbwegs menschenwürdigen Land werden kann. Aber ich bin mir sicher, dass es nur im Gespräch mit Russland und ja auch mit Assad gelingen kann. Und ja, meine Damen und Herren, ich bin mir auch sicher, dass Raketen wie Sanktionen der falsche Weg sind. Denn dass in Syrien neben dem Einflusskonflikt der beiden Weltmächte sich auch noch die regionalen Großmächte Iran, Türkei und Saudi-Arabien bekriegen, macht die Lage so verworren und ruft Vergleiche mit dem 30-jährigen Krieg in Deutschland in Erinnerung, wie sie kürzlich der Historiker Herfried Münkler angestellt hat, immerhin ein Berater der Bundeskanzlerin. Meine Damen und Herren, Deutschland kann nicht viel tun. Ich weiß es. Aber es kann Mittler sein. Ein ehrlicher Makler zwischen den Konfliktparteien. Dazu braucht es keine Äquidistanz zu den beiden Weltmächten, aber eben doch ein gewisses Verständnis für ein Russland, das wieder oder immer noch in Einflusssphären denkt und den Verlust eines großen Reiches zu Beginn der 90er Jahre nicht oder vielleicht noch nicht verwunden hat. Russland bleibt deshalb, und da sind einige Worte von dem Herrn Bundesaußenminister hoffnungsvoll, Russland bleibt deshalb der Schlüssel zu einem besseren Syrien. Nutzen wir ihn. Einen anderen Schlüssel haben wir nicht. Danke.
Nächster Redner ist Dr. Johann Wadepool für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Bundesaußenminister hat vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser schreckliche Krieg mittlerweile ins achte Jahr geht. Etwa 400.000 unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben, Millionen Menschen vertrieben worden sind und unendlich leiden unter dieser katastrophalen kriegerischen Auseinandersetzung. Und zahlreiche Debatten hier im Hohen Hause, große Bemühungen auch der westlichen Diplomatie haben leider nicht zu einem Ende der kriegerischen Auseinandersetzung führen können. Ich finde, unsere Debatte sollte dem auch gerecht werden. Und wir sollten auch sehen, wie wenig wir auch ausrichten können. Ich glaube, der größte Beitrag, den Deutschland, darauf kann man durchaus ein bisschen stolz sein, geleistet hat, um das Leid der Menschen zu lindern, war in der Tat die Aufnahme von ganz, ganz vielen Syrerinnen und Syrern, von Kindern, Frauen, Männern, die verfolgt worden sind. Und darauf, muss ich sagen, können wir auch nach wie vor stolz sein, auch wenn es uns beschert hat, dass wir uns solche Reden von Herrn Gauland hier anhören müssen. Das war jedenfalls ein praktischer humanitärer Beitrag, den Deutschland geleistet hat. Und das Wenige, was wir in dieser Situation tun können, ist, dass wir einige Grundsätze und Prinzipien der internationalen Ordnung und auch unseres eigenen Werteverständnisses aufrechterhalten, Herr Kollege Gauland. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass Sie in dieser Debatte es für richtig halten, angesichts des militärischen Schlages der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs, der auch nach Auskunft Russlands, auf deren Position Sie ja immer viel Wert legen, lediglich zu Sachschaden geführt hat, dass Sie dieses verurteilen, aber für die Opfer eines erneuten Einsatzes chemischer Kampfstoffe in diesem Hause kein Wort finden. Sie machen sich zum Handlanger eines verbrecherischen Regimes. Und da unsere internationale Ordnung an vielen Stellen infrage gestellt wird und von vielen Mächten auch viele Abmachungen, Verträge, Prinzipien nicht mehr eingehalten werden, glaube ich, ist das Wichtigste, wofür wir uns einsetzen müssen, dass diese Regeln verteidigt werden und dass wir für sie eintreten. Und es ist vollkommen richtig, und ich bin auch überhaupt gar nicht verschlossen, dass wir eine Diskussion darüber führen, ob ein militärischer Einsatz nach den Regeln der Vereinten Nationen gerechtfertigt gewesen ist. Und da sind wir in der Tat in keiner einfachen Diskussion, und das ergibt sich nicht von vornherein. Aber ich finde schon, dass man sich die Genese dieser Angelegenheit anschauen muss. Da kommt man zu dem Ergebnis, dass es einen mehrfachen Einsatz von Chemiewaffen gegeben hat, dass diese 1925 nach schrecklichen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges geächtet worden sind, dass es 12 Resolutionsanläufe im UN-Sicherheitsrat gegeben hat, dass Russland das immer wieder torpediert hat. Und wenn es so ist, dass die Vereinten Nationen nicht mehr der Ort sein können, um das von ihnen selbst geschaffene Regelwerk zu verteidigen, dann muss bei einem völkerrechtswidrigen Einsatz von Giftgas es auch möglich sein, darauf eine militärische Antwort zu geben. Und dann ist die auch an der Stelle gerechtfertigt. Und ich glaube, dass wir in dieser Situation einmal mehr feststellen, und deswegen sind die neuerlichen Bemühungen an der Seite Frankreichs besonders wertvoll, dass wir hier gemeinsam handeln müssen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle erneut das einzig Richtige ist, was Deutschland machen kann, ist, sich eng an die Seite seiner Verbündeten zu stellen und insbesondere an die Seite Frankreichs. Wir werden in diesem Konflikt ohne unsere französischen Freunde, ohne Europa gar nichts gemeinsam erreichen. Und es ist oftmals auch in diesem Hause beklagt worden, dass der amerikanische Präsident zu multilateralem Vorgehen abgestimmt im Bündnis nicht so bereit ist wie seine Vorgänger. Möglicherweise gibt es hier eine erste Trendwende. Aber eines zeigt auch diese Krise erneut. Wir werden nur dann etwas in unserem Sinne, im Sinne unserer europäischen Wertvorstellungen ausrichten können, wenn wir gemeinsam mit unseren französischen Partnern vorgehen. Und deswegen kann ich nur sagen, Deutschlands Platz ist an der Seite
Frankreichs. Wir sollten Frankreich an dieser Stelle unterstützen. Wir sollten die diplomatischen Bemühungen Frankreichs unterstützen. Und wir sollten eng abgestimmt mit dem französischen Präsidenten international vorgehen. Dann können wir vielleicht etwas erreichen bei allem Realismus, der angebracht ist. Aber die Solidarität mit Frankreich sollte im Zentrum unserer Außenpolitik stehen. Herzlichen Dank. Für die FDP spricht der Abgeordnete Bart Lambsdorff. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die syrische Tragödie, der Außenminister hat es gesagt, geht ins achte Jahr. Und erneut hatten wir einen Angriff mit Chemiewaffen auf die eigene Zivilbevölkerung, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und lieber Gauland, der Vergleich mit Saddam Hussein ist deswegen so irreführend, weil man ihm unterstellte, er möge vielleicht Waffen haben. Bei Assad wissen wir, dass er Massenvernichtungswaffen hatte. Man hat sie nach dem Angriff auf die Stadt Ghouta ja versucht zu vernichten auf einem Schiff im Mittelmeer. Wir wissen, dass das Regime Chemiewaffen hatte. Wir wissen auch, dass es sie einsetzt. Und meine Damen und Herren, der sehr begrenzte Schlag der Westmächte als Antwort auf dieses Verbrechen ist völkerrechtlich nach meinem Dafürhalten, jedenfalls durch die Resolution 2118, die nach dem Chemiewaffenangriff auf Ghouta verabschiedet wurde, einstimmig im Sicherheitsrat, durchaus gedeckt. Denn in dieser Resolution 2118, Frau Wagenknecht, lesen Sie sie durch, steht am Ende ein ganz deutlicher, klarer Hinweis darauf, dass Maßnahmen nach Kapitel 7 ergriffen werden, wenn es erneut zu einem solchen Einsatz kommt, erneut zu einem solchen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Meine Damen und Herren, der Minister hat hier gesprochen darüber, dass es einen politischen Prozess braucht, und das unterstützen wir 100-prozentig. Wir müssen beim politischen Prozess über das Format reden und wir müssen über die Ziele reden. Das Format, darüber kann man diskutieren. Das Format in den Vereinten Nationen mit dem Sondergesandten Staffan de Mistura hat sich nach unserer Einschätzung erschöpft. Es ist richtig, dass am Ende des Prozesses die Vereinten Nationen wieder eine Rolle spielen müssen. Aber ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn es jetzt Verhandlungen, Gespräche, zum Beispiel unter der Ägide von Martti Ahtisaari und seinem bekannten Zentrum oder von Kofi Annan und seinem Zentrum gäbe, vertraulich, abseits der Öffentlichkeit, mit Sonderbotschaftern, so ähnlich wie Israelis und Palästinenser das 1993 bis 2000 gemacht haben im Oslo-Prozess. Ich glaube, genau das wäre der richtige Weg. Wir brauchen Vertraulichkeit. Der Astana-Prozess ist der Prozess der Kriegsgewinner. Der kann es ohnehin nicht sein. Und das Ziel, wenn wir vom Format zum Ziel kommen, das Ziel ist doch klar, ein Ende der Gewalt, Frieden und Menschenrechte, ein Leben zumindest in Würde und Freiheit für die Menschen in Syrien und eine Stabilität des Staates. Und dieser politische Prozess ist umso dringender, weil, anders als viele das vermuten, der Krieg eben noch nicht vorbei ist. Ja, Assad, sein Regime, hat das Kriegsglück auf seiner Seite. Es hat auch Moskau auf seiner Seite. Aber der Krieg ist nicht vorbei. Und wenn wir hier hören, dass wir eng an der Seite Frankreichs stehen müssen, lieber Herr Wadepohl, ich sehe das genauso. Jean-Yves Le Drian hat ausdrücklich vor der Situation in Idlib gewarnt. Er hat gesagt, dass da droht eine humanitäre Katastrophe. Im Nordosten Syriens sind die Amerikaner gerade dabei, die Kurden im Stich zu lassen. Frankreich will auch dort helfen. Und im Süden erleben wir, wie der Iran sich Kilometer um Kilometer an den Staat Israel heranarbeitet. Und meine Damen und Herren, ich möchte mit diesem Punkt schließen. Heute Abend beginnen die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel. Und über diesen Feiern liegt ein dunkler Schatten. Es ist der dunkle Schatten der Bedrohung durch den Iran, der mit regulären Soldaten, mit Al-Quds-Milizen, mit seinen Hisbollah-Truppen immer näher an Israel heranrückt. Und er tut das unter dem Schutz einer russischen Luftabwehr. Ich habe meine Notizen zu dieser Rede geschrieben auf dem Entwurf des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD, 70 Jahre Gründung des Staates Israel, in historischer Verantwortung unsere zukunftsgerichtete Freundschaft festigen. Das ist auch unsere Antwort. Das ist auch unser Ansatz. Aber es ist besonders die Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel, die uns alle anspornen sollte, so schnell wie möglich eine politische Lösung herbeizuführen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Dr. Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Außenminister Maas, in der letzten Woche stand die Welt so nah an der Schwelle eines heißen Krieges wie wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Und wer noch einen Beweis dafür brauchte, dass die USA von einem unzurechnungsfähigen Hasardeur regiert wird, dem hat Trump mit seinem berühmten Tweet den Beweis geliefert: Get ready, Russia. Eine de facto Kriegserklärung von einer Atommacht an eine andere Atommacht, mal eben per Twitter in die Welt posaunt. Man kommt sich manchmal vor wie an einem schlechten Science-Fiction-Film. Aber wenn dieser schlechte Film mit Hauptdarsteller Donald Trump ein schlimmes Ende hat, dann stehen wir am Ende nicht leicht benommen aus weichen Kinosesseln auf, sondern dann steht wahrscheinlich in Deutschland und Europa kein Kino mehr. Und deshalb ist es verantwortungslos, hier nicht endlich aufzustehen und Nein zu sagen. Ganz klar Nein. Schluss mit diesem Wahnsinn. Schluss mit dieser Gewaltspirale. Schluss mit diesem fortgesetzten Bruch des Völkerrechts. Das verdammt noch mal. Das ist doch unsere Aufgabe. Und das ist Ihre Aufgabe als Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Und natürlich haben wir unterstützt und positiv zur Kenntnis genommen, als die Bundeskanzlerin öffentlich versichert hat, dass Deutschland sich an den Militärschlägen nicht beteiligt. Aber Sie können doch gar nicht ausschließen, dass die Aufklärungstornados in Jordanien Daten für die Angriffe geliefert haben. Wir sind doch mittendrin, auch mit der AWACS-Beteiligung in der Türkei. Und deswegen, wenn Sie nicht wollen, dass Deutschland sich weiterhin an diesem eskalierenden Krieg beteiligt, dann ziehen Sie endlich die Bundeswehr aus diesem Pulverfass ab. Holen Sie Ihren Soldaten nach Hause zurück. Das wäre doch das Gebot der Stunde. Selbstverständlich sind Giftgaseinsätze ein Kriegsverbrechen. Und Kriegsverbrechen müssen geahndet werden. Dafür gibt es das Haager Tribunal. Aber erst einmal muss geklärt werden, ob es einen solchen Einsatz gab. Und wenn zu einem Zeitpunkt, wo selbst der US-Verteidigungsminister darauf hinweist, dass man nicht einmal weiß, ob Chemiewaffen eingesetzt wurden und wenn ja, wer den Auftrag dafür erteilt hat, wenn zu einem Zeitpunkt, als die Inspekteure, die genau das untersuchen sollen, gerade in Syrien ankommen, wenn zu einem solchen Zeitpunkt ein Land mit hunderten Marschflugkörpern bombardiert wird, dann ist das nicht angemessen und notwendig, sondern ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Nichts anderes ist das. Und dann belehrt uns der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Herr Röttgen, dass, ich zitiere, die Übertragung rechtsstaatlicher Grundsätze auf internationale Beziehungen wirklich Unsinn sei, wörtlich Herr Röttgen. Ich weiß ja nicht, ob Herr Röttgen da für die Regierung spricht, aber wenn es so ist, was soll denn nach Auffassung der Bundesregierung dann in den internationalen Beziehungen gelten? Das Faustrecht des Stärkeren, also die Anmaßung des Landes mit den stärksten Waffensystemen und dem größten Atomknopf überall auf der Welt, die eigenen ökonomischen Interessen, die Rohstoffinteressen, die Interessen an Absatzmärkten herbeibomben zu können, ist das tatsächlich Ihre Auffassung? Herr Maas, Sie haben eben anders geklungen, aber das ist doch im vollen Widerspruch dazu. Und genauso wurde ja auch in Afghanistan, im Irak, in Libyen und jetzt in Syrien gehandelt. Aber wohin hat denn das geführt? Wie viel Leid, wie viel Tote, wie viel Verbrechen sind durch diese unverantwortliche Politik verursacht worden? Und deshalb, auch wenn das eben, was Sie gesagt haben, Herr Maas, deutlich moderater klang als das, was Sie in den letzten Wochen so verlautbart haben, ich muss wirklich sagen, die traurigste Rolle in diesem ganzen Trauerspiel, die hat wirklich der neue deutsche Außenminister übernommen. Also wir hätten uns gar nicht vorstellen können, dass wir Linke uns einmal Herrn Gabriel als Außenminister zurückwünschen würden. Und man muss ja auch sagen, mit der Entspannungspolitik Willy Brandts hatte die deutsche Außenpolitik auch unter Gabriel nicht mehr viel zu tun. Aber Herr Maas scheint jetzt wirklich seinen Ehrgeiz da reinzusetzen, auch noch die letzten Reste der Brandtschen Ostpolitik in der SPD zu entsorgen. Also als seit Trump seinen Get Russia-Tweet absetzte, was hatte Herr Gabriel öffentlich dazu zu sagen? Er hat gesagt, Russland agiert zunehmend feindlich. Also ich weiß nicht, ob Sie da irgendwas verwechselt haben, Herr Maas. Und am Vortag des Angriffs haben Sie, Herr Maas, sogar eine deutsche Beteiligung an diesem Wahnsinn in Aussicht gestellt und mussten dann von der Bundeskanzlerin wieder eingefangen werden. Also ich muss sagen, wenn das in Zukunft
die SPD-Außenpolitik sein soll, also dann frage ich mich wirklich, warum Sie Ihre Parteizentrale immer noch Willy Brandt-Haus nennen. Also ich finde, Herr Maas, das sollten Sie dann wirklich nicht mehr erdulden. Ihr Parteitag steht doch vor der Tür. Stellen Sie einen Antrag auf Umbenennung. Wie wäre es mit Donald Trump Tower? Das passt dann wenigstens zu Ihrer Politik. Wie echte sozialdemokratische Außenpolitik aussieht, und ich wünschte mir, dass das auch hier wieder etwas mehr Unterstützung findet, das konnte man doch im britischen Unterhaus erleben. Parteichef Jeremy Corbyn hat die Regierungschefin nicht nur darauf hingewiesen, dass sie dem Parlament und rechenschaftspflichtig ist und nicht einem außer Kontrolle geratenen US-Präsidenten. Und er hat klargestellt, und das ist das Entscheidende, Bomben retten keine Menschenleben und Bomben schaffen keinen Frieden. Und auch Herr Maas, ja, Sie haben hier gesagt, es dürfen nicht länger die Waffen sprechen. Aber das beginnt doch damit, dann hören Sie auf, Waffen in diese Region zu liefern, wenn Sie auch wollen, dass die Waffen dort nicht mehr sprechen. Deutschland ist doch auch in dem Punkt völlig unglaubwürdig. Und deshalb brauchen wir dringend eine neue Entspannungspolitik. Und ich bitte Sie und fordere Sie auf, haben Sie endlich den Mut zu einer eigenständigen Politik, einer Politik der guten Nachbarschaft, die auch mit Russland wieder auf Interessenausgleich setzt. Das ist im Interesse der Menschen hier in Deutschland und der Menschen in Europa. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Omid Nuripur das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Anlass dieser Debatte ist der Einsatz von Chemiewaffen in Ghouta. Wieder einmal 42 Tote, mindestens viele, viele Verletzte. Und ein weiterer Bruch der zivilisatorischen Decke. Jeder Einsatz von Chemiewaffen ist verheerend. Aber was wir dort erlebt haben, ist die Spitze des Eisberges. Es gibt tägliche Anlässe, über Syrien zu debattieren. Januar 2018, Einmarsch der Türkei in Afrin. Mindestens 150.000 Menschen sind vertrieben worden. Seit Oktober 2017 systematische Zerstörung von Krankenhäusern in der Region Idlib durch Bombardements. 4. April 2017, Saringaseinsatz. Sehr wahrscheinlich des syrischen Regimes auf Khan Sheikhoun, über 100 Tote. 2016 geben die Menschen auf in Madaya, nachdem sie über 3 Jahre belagert und bombardiert worden sind. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Und das alles trotz zahlreicher Beschlüsse des Sicherheits, trotz zahlreicher angeblicher Waffenstillstände, trotz zahlreicher sogenannter Deeskalationszonen, trotz eines Deals, dass die Chemiewaffen in Syrien alle vernichtet werden müssen. In dem Zusammenhang, Frau Kollegin Wagenknecht, bin ich ein wenig verwirrt, weil es gab ja einen Moment des Ausgleiches. Es gab ja einen Moment, wo die Amerikaner und die Russen miteinander vereinbart haben, die Chemiewaffen zu vernichten. Und dann war die Frage, ob Deutschland dazu einen Beitrag leistet. Und Ihre Fraktion hat da geschlossen mit Nein gestimmt. Dafür sind Sie sich aber ziemlich sicher in dem, was Sie hier gerade sagen. Und die Frage, ich meine, es gibt ein paar Sachen, die mich hier ehrlich gesagt ein wenig sprachlos machen. Also, dass man in Paläste fliegt, in ein Land, um sich nur umzuschauen. Also, wenn man sich umschauen will, da gibt es Idlib, da gibt es Ghouta, da gibt es einige Regionen, wo man sich hätte umschauen können. Aber Herr Gauland, Sie haben ja in einem Satz so dermaßen recht. Sie haben wortwörtlich gesagt, Sie haben nicht den Schlüssel dafür, wie man aus Syrien ein halbwegs menschenwürdiges Land wieder machen kann. Sie haben recht. Und deshalb ist ja die Frage über die Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien so unfassbar absurd. Und genau deswegen ist es so unglaublich absurd, dass der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern am 3. April dieses Jahres von einer Neubewertung der Sicherheitslage in Syrien spricht, damit man wieder rückführen könnte. Das passt auf keine Kuhhaut. Aber was macht denn die Bundesregierung? Die Bundesregierung sagt nach Dummer, das bräuchte eine Antwort. Ist richtig. Die Bundesregierung sagt dann, dass man sich an einer militärischen
am militärischen Einsatz nicht beteiligen würde, finden wir richtig. Sagt aber im Nachhinein, das sei angemessen und notwendig gewesen. Und das, obwohl es keine Belege dafür gibt und auch ehrlich gesagt keine Indizien dafür gibt, dass das Chemiewaffenarsenal Assad zerstört worden sei, dass es eindeutig ist, dass es nicht abschreckend gewirkt hat, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es weitere Einsätze gibt, dass das völkerrechtlich keine Grundlage hat. Und Herr Kollege Lambsdorff, ich bin verwirrt, weil Sie haben gerade einfach etwas Falsches zitiert. 2118 UN-Resolution, Ziffer 21. Dort steht, bei Verletzungen dessen, was vorher steht, was laufend passiert ist, würden die Vereinten Nationen Maßnahmen nach Kapitel 7 beschließen, nicht ergreifen. Und dieser Beschluss ist einfach nicht gekommen. Und deshalb gibt es keine völkerrechtliche Grundlage. Ja, es ist ja richtig, dass der Sicherheitsrat blockiert ist. Ich wünschte mir das auch anders. Aber da stellt sich natürlich auch dann die Frage, warum die Bundesregierung das Thema nicht endlich in die Generalversammlung der Vereinten Nationen zieht, um dort wenigstens politisch einen Mehrheitsbeschluss herbeizuführen, um dann klares Signal zu setzen. Und jetzt gibt es seit dem Samstag ganz viele Initiativen aus Deutschland. Es gibt jetzt neue politische Initiativen, es gibt jetzt die Gedanken über neue Formate, man redet darüber, dass man die Machtverhältnisse doch neu anerkennen müsse. Alles richtig. Aber es stellt sich die Frage, warum nicht vor dem Militärschlag? Wenn wir uns einig sind, dass Militäreinsätze Ultima Ratio sein müssen, dann muss man doch alles, was politisch geht, vorher machen und nicht nachdem die Waffen eingesetzt worden sind. Ich meine, es gibt ja viele Fragen, wo man sich jetzt wirklich fragen muss, was macht er sich diese Bundesregierung? Seit 3 Monaten beispielsweise eskaliert diese Lage maßgeblich, gerade in Ghouta, und es ist absehbar, dass es ja auch in Idlib weitergehen wird oder an der Südfront. Wir haben beispielsweise seit Oktober das permanente Bombardement der Krankenhäuser in Idlib. Januar, Februar allen voran, vor allem auch durch Russland. Daraufhin haben sie Gazprom für Nord Stream 2 genehmigt, stellt sich die Frage, ob Sie wenigstens mal auf die Idee gekommen sind, ob man das vielleicht mit Bedingungen verknüpfen kann, die irgendetwas mit der Lage in Syrien zu tun hätten. Beispiel Einmarsch der Türkei. Afrin, völkerrechtswidrig. Wenn ich zitieren darf, der Kollege Röttgen, der wird nachher auf viele Zitate möglicherweise antworten müssen, hat am 24. Januar gesagt im Tagesspiegel, es handelt sich um eine völkerrechtswidrige Militärintervention in einem Nachbarstaat, von der sich Deutschland, die EU und die NATO distanzieren müssen. Er hat einfach recht. Und deshalb stellt sich die Frage, warum es die Bundesregierung nicht tut. Und es stellt sich noch viel mehr die Frage, warum nach dem Einmarsch der Türkei noch in Millionenhöhe Waffenlieferungen an die Türkei genehmigt worden sind, obwohl der damalige Außenminister das ausgeschlossen hat. Beispiel Sanktionen individueller Art gegen die Kommandeure, die bei uns Urlaub machen. All das ist möglich. Es ist nicht so, dass wir wie die Kaninchen da sitzen müssen und auf die Schlange schauen und sagen, es ist nichts zu machen. Dieser sogenannte neue Realismus darf doch nicht dazu führen, dass man einfach passiv ist, sondern dass man tut, was man kann. Und man hat so langsam den Eindruck, dass diese Bundesregierung dafür gar keine Zeit hat, weil sie ja eigentlich nur noch mit Hochdruck daran beteiligt ist und damit beschäftigt ist, wie man den Familiennachzug einschränken kann und sich nicht mit der Lage in Syrien beschäftigen muss. Und deshalb, weil die Situation in Idlib so fragil ist, weil es absehbar ist, dass die nächsten großen humanitären Notlagen kommen werden, weil die Lage im Süden des Landes so unglaublich fragil ist. Es ist ja richtig, dass die Frage von Israel und Iran dort täglich immer näher kommt, dass das eine Auseinandersetzung kommen kann, ist es umso notwendiger, dass die Bundesregierung endlich Antworten gibt, und zwar nicht erst, wenn Chemiewaffen eingesetzt werden. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Christian Schmidt für die CDU-CSU-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Nurgepur hat ja eigentlich genau die Begründung politisch gegeben, die richtig ist, die sagt, es reicht nicht, Chemieangriffe theoretisch zu verdammen. Wenn die Gefahr besteht, dass zweimal gelogen wird, einmal gelogen wurde bei der Feststellung, es wären alle Chemiewaffenpotenziale in Syrien vernichtet. Diese rote Linie wurde nicht eingehalten. Und jetzt ist es wiederverwendet worden. Ich glaube, wir sollten uns hier nicht damit aufhalten, auch wenn Frau Wagenknecht da rumturnt, die Evidenz, die Wahrheit, dass diese Waffen eingesetzt worden sind, überhaupt in Frage zu stellen. Das heißt, wenn Idlib droht,
dann ist die Gefahr, dass in Idlib Giftgas verwendet wird, die Handlungsmaxime für uns jetzt zu handeln und nicht nach langwierigen Verwandlungen. Kollege Gauland, ein bisschen überrascht, war ja Winkeladvokatenebene. Sie wissen doch, dass Saddam Hussein Giftgas eingesetzt hat. Ich sage Halabja, 5000 Tote im Jahre 1988, übrigens vom internationalen Haben Sie, verteidigen Sie jetzt Saddam Hussein oder was? Also dann bitte. Lieber Herr Gauland, der Internationale Strafgerichtshof hat dieses Vorgehen von Saddam Hussein als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewürdigt. Und da habe ich von Ihnen nichts gehört. Und ganz verwunderlich ist, dass Frau Wagenknecht mit ihren eigenartigen Turnaktionen nicht dazu kommt, zu sagen, um was es geht, nämlich das Grundprinzip von Humanität zum Durchbruch zu verhelfen. Hier liegen tote Kinder auf der Straße und in den Häusern, und Sie philosophieren über irgendwelches Zeugs, das hier nichts verloren hat. Der Bundesaußenminister hat völlig recht. Es muss jetzt gehandelt werden. Wir sind spät genug dran zu handeln. 7 Jahre lang haben wir nach dem Motto, lieber nicht zu viel zu intervenieren, vielleicht auch manche Chance vertan. Heute sind wir in einer Situation, wo wir bei der Frage, wie wir dem Recht zum Durchbruch verhelfen können, eigentlich genau bei dem Punkt sind, den der Bundesminister angesprochen hat. Ja, es braucht neue Initiativen, es braucht diplomatische Initiativen, und die müssen aber auch durch Ernsthaftigkeit unterstrichen sein. Deswegen ist trotz Twitterei hin und her nicht Herr Trump der Ansprechpartner in dieser Frage. Der Ansprechpartner in dieser Frage ist der, der mit seinen Verbündeten offensichtlich nicht verhindert hat oder verhindern konnte oder wollte, dass Giftgas eingesetzt worden ist. Der Mann heißt Putin. Und gerade dann die Iraner, Omid Nuripur hat auf die Probleme und Gefahren, die wir in den nächsten Wochen im Hinblick auf die politische Entwicklung hinsichtlich des Irans sehen und Israels, gerade die Iraner, die ja auch Opfer des Giftgases, das Saddam Hussein verwendet hat, im ersten Irakkrieg gewesen sind, die sollten sich doch heute in ihrer Verantwortung dazu bekennen, dass es darum geht, ein regelbasiertes Werk der Sicherheit in der Welt wieder zu etablieren. Henry Kissinger hat in seinem jüngsten Buch über die Weltordnung davon geschrieben, dass die Balance der Macht und die Legitimität die zwei wichtigen Anker der Politik in der Außenpolitik sein müssen. Deswegen ist die Friedensinitiative als ein Versuch der Balance der Macht und ist die Aktion der drei Sicherheitsratsmitglieder ja auch als ein Akt der Legitimität zu sehen, weil wir darüber reden müssen, dass leider zwischenzeitlich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wieder im gleichen Blockadezustand ist, wie er das zu Zeiten des Kalten Krieges gewesen ist. Man kann Uniting for Peace auch wieder hervorholen, und das wird sicherlich der Fall sein. Wir müssen aber auch völkerrechtliche Institute schaffen, die die Möglichkeit des Handelns in diesem Rahmen erlauben. Ich weise darauf hin, dass wir mit dem Institut der Schutzverantwortung, das aus Ruanda heraus erstanden war und entwickelt worden ist, einen Ansatz haben. Und das Völkergewohnheitsrecht wird uns in diesen Fragen auch weiterhelfen. Deswegen führen Sie nicht den Winkeladvokatenkampf, wer, wie, wo, wann, was dürfte. Fragen Sie, was sein muss. Und es muss sein, dass verhindert wird, dass in Zukunft Giftgas, das weltweit geächtet ist, Sarin, Chlorid, eingesetzt wird, um Menschen zu töten. Und da haben wir eine Verantwortung, in die wir auch politisch, übrigens auch finanziell investieren müssen. Zu einer Kurzintervention hat Herr Hilse das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Hier wird ja von jedem, außer von der Linken, und das finde ich erstmal sehr gut, behauptet, dass hier bewiesen worden sei, dass Chemiewaffen eingesetzt worden sind. ZDF heute, jetzt nicht unbedingt ein von mir präferiertes Medium, welches hoffentlich nach den Landtagswahlen 2019 durch die Sachsen nicht mehr mit zwangsfinanziert werden wird, schrieb schon am 10.04., ich zitiere, dass UN-Mitarbeiter vor Ort keine Beweise für einen Chlorgasangriff gefunden hätten. Laut WHO wurde in der Region Menschen mit Atembeschwerden behandelt. Es kann aber nicht gesagt werden, ob diese durch Chemiewaffen ausgelöst wurden. Auch Mitarbeiter des UNHCR haben keine Erkenntnisse zu einem möglichen Chlorgaseinsatz. Ich kann also nicht nachvollziehen, wie Sie hier davon sprechen, dass nachgewiesen wurde, dass Chemiewaffen eingesetzt wurden. Sie reden immer davon, dass es nachgewiesen wurde. Wo sind denn die Beweise? Wo ist offiziell ein einziger Beweis vorgelegt worden? Also im Moment sollte es nach wie vor sein, ohne Schuld kein Urteilsspruch. Sie haben das Wort zur Erwiderung. Lieber Kollege, für mich stellt sich die Frage, welchen Kampf Sie hier kämpfen. Den Nachweis zu führen. Also, Herr Gauland, Sie haben gerade völlig daneben gelangt, weil Sie unterstellt haben, Saddam Hussein wäre nicht überführt worden, dass er Giftgas verwendet hat. Es ist ja so daneben, was Sie sagen. Bitte setzen sechs in Ruhe. Vor 30 Jahren waren Sie jünger. Da hätten Sie 1988 verfolgen können, was da wirklich passiert ist. Und ich denke, in aller Ruhe, aber aller Klarheit, gehen Sie mal davon aus, ich gehe auch davon aus, dass die Erkenntnisse, die da sind, aus guten Gründen dazu führen, auch wenn alle Möglichkeiten der Vertuschung und Täuschung stattfinden von Seiten Syriens und neuerdings jetzt die Einladung kommt, dass die Zeugen dann ausgeflogen werden, wenn sie entsprechend vielleicht präpariert worden sind. Das würde man bei uns schon als überhaupt keinen Weg der Wahrheitsfindung sehen. Wahrheit ist da, Wahrheit muss gefunden werden können. Und das hat in der vergangenen Zeit, jedenfalls in Syrien, einen kurzen Punkt. Nochmal, da geht so viel durcheinander und es wird so viel Quatsch erzählt. Erstens ist Syrien Mitglied des Chemiewaffenübereinkommens 2013 geworden. Zweitens hat selbst Syrien zugestanden, dass es erhebliche Mengen an Giftgas hatte, das dann in der gemeinsamen Aktion, es wurde darauf hingewiesen, dass wir hier darüber debattiert haben, auch vernichtet worden ist. Und wir reden jetzt nicht über die Frage, ob Syrien Giftgas hat. Syrien hat selbst eingestanden, Giftgas zu haben. Ob es da und dort noch kleine Verstecke angelegt hat, das ist die Frage, über die wir im Augenblick reden. Und wir sind hier nicht beim Amtsgericht, sondern wir sind hier bei der Rettung von Menschen, die mit brutalsten Mitteln ums Leben gebracht werden, dahin röcheln. Und das ist, was Sie unterstützen. Ich wundere mich über die AfD. Sollte der Zwischenruf, der eben undeutlich an mein Ohr drang, gut, dann ist er hier gefallen. Und ich stelle fest, dass der AfD-Abgeordnete Seitz den Abgeordneten Schmidt als Kriegstreiber hier betitelt hat. Es ist zumindest ein unparlamentarischer Ausdruck. Einer weiteren Bewertung werden wir uns dann sicherlich, sollte der Abgeordnete Schmidt sich an seinen parlamentarischen Geschäftsführer und den Ältestenrat wenden, dann an anderer Stelle hier verhandeln. Aber wir fahren jetzt erst einmal in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Bijan Jirsaray für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der syrische Bürgerkrieg läuft schon seit 7 Jahren. Dieser Krieg ist inzwischen kein Bürgerkrieg mehr, sondern ein Stellvertreterkrieg auf Kosten des syrischen Volkes. Ging es nur um die Syrer, so wäre eine friedliche Lösung möglich. Leider geht es aber nicht um die Menschen, sondern um machtpolitische Interessen. Das ist die wahre Tragödie des Krieges in Syrien. Es gibt heute in Syrien glasklare russische Interessen. Und es gibt glasklare iranische Interessen in Syrien. Gleichzeitig erleben wir einen Rückzug der Diplomatie seitens der US-Administration und Europa. Europa findet in Syrien nicht statt. Das ist beschämend. Europa findet in Syrien nicht statt, obwohl dieser Konflikt sich unmittelbar vor der Haustür Europas abspielt und sogar innenpolitische Folgen für Europa hat. Wir sagen immer bei jeder Debatte, dass die deutsche Außenpolitik werteorientiert und interessengeleitet sein muss. Die Politik Europas in Syrien ist weder werteorientiert noch interessengeleitet, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Syrien ist nach wie vor von einer politischen Lösung meilenweit entfernt. Der Westen hat sich in den letzten Jahren stark aus der Region zurückgezogen und Russland sitzt mittlerweile am längeren Hebel. Ohne Russland wird eine politische Lösung in Syrien nicht möglich sein. Und ich bin, Herr Minister, sehr gespannt, weil Sie das auch hier angedeutet haben, ich bin sehr gespannt, welche Kanäle Sie demnächst nach Russland nutzen wollen, weil Sie das auch hier angekündigt haben. Wir müssen mit Russland darüber sprechen, meine Damen und Herren. Wir müssen mit Russland darüber sprechen, wie das Töten in der Region beendet werden kann und wie die Zukunft Syriens aussehen könnte. Ob der Luftschlag nun richtig oder falsch war, diese Frage wurde in den letzten Tagen viel diskutiert. Dass die internationale Gemeinschaft den Gebrauch von Chemiewaffen nicht duldet und ein Zeichen setzt, ist richtig. Dass dieses Zeichen aber nichts an den Tatsachen vor Ort ändert, darf nicht von der Hand gewiesen werden. Eine politische Lösung werden wir auf diesem Wege nicht erreichen. Zwischen der Reaktion auf den Einsatz von Giftgas und einer Beendigung des Krieges müssen wir in dieser Debatte deutlich unterscheiden. Von dem diplomatischen Rückzug der USA wird Russland im Nahen Osten ganz klar profitieren. Das können wir derzeit beobachten. Daneben wird der Iran weiter an der Umsetzung seiner schiitisch-iranischen Achse bis in den Libanon arbeiten. Somit dringt das Regime auch direkt bis an die israelische Grenze vor. Diesen Gesichtspunkt darf die Bundesregierung unter keinen Umständen aus den Augen verlieren. Die neue räumliche Nähe zum Iran ist für Israel außerordentlich bedrohlich. Meine Damen und Herren, Deutschland genießt in der Region nach wie vor ein sehr hohes Ansehen. Dieses Ansehen sollte nun in einer europäischen Vermittlerrolle dazu genutzt werden, die Tragödie des syrischen Volkes diplomatisch zu beenden. Eine weitere Eskalation muss mit allen Mitteln verhindert werden. Am Ende des Tages, ein letzter Satz, Frau Präsidentin, am Ende des Tages wird man die Region nicht mit Gewalt stabilisieren, sondern nur mit Diplomatie, die Russland, die Türkei und den Iran einbindet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Nils Schmid für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit 7 Jahren herrscht Krieg in Syrien, seit 7 Jahren sterben unzählige Menschen in Syrien und seit 7 Jahren wird auch die multilaterale Ordnung in Syrien massiv infrage gestellt. Denn es ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, der Versuch unter dem Dach der UN, zuletzt durch Staffan de Mistura, eine Friedenslösung herbeizuführen, ist bislang ohne Erfolg geblieben. Die Reaktion im UN-Sicherheitsrat auf Kriegsverbrechen wie wiederholte Giftgasangriffe ist blockiert worden. Und man muss auch sagen, zuletzt hat Russland die Fortsetzung der sogenannten CIMM-Mission, also einer von der UN initiierten Mission zur Untersuchung von Giftgasangriffen, blockiert.
Denn eins ist auch bei den bisherigen Untersuchungen klar geworden, wenn die UN Giftgasangriffe untersucht hat, dann wurde in der Regel nachgewiesen, dass sie vom syrischen Regime ausgingen. Und dieser syrische Bürgerkrieg untergräbt auch eine weitere wichtige multilaterale Ordnung, nämlich das, was wir gemeinsam vereinbart haben, das Verbot von Chemiewaffen, die Beseitigung und vor allem auch der Nichteinsatz von Chemiewaffen. Das heißt, auch das wichtige OPCW-Regime wird durch die Giftgasangriffe und durch die mangelnde Reaktion daraufhin untergraben. Gerade wenn das so ist, ist es umso wichtiger, dass wir politische Initiativen ergreifen, um diesen Bürgerkrieg zu beenden. Denn eins ist auch klar, Militärschläge allein ersetzen keine politische Lösung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es richtig, dass Bundesaußenminister Maas wenige Wochen, nachdem er ins Amt gekommen ist, jetzt zusammen mit den europäischen Partnern einen neuen Anlauf unternimmt, um eine politische Lösung auf den Weg zu bringen. Denn rein militärisch gesehen ist die EU außen vor und Deutschland erst recht. Und ich muss in dem Zusammenhang auch sagen, das ist gerade auch die Stärke Deutschlands. Unsere militärische Zurückhaltung versetzt uns in die Lage, zusammen mit europäischen Partnern solche schwierigen Gesprächsfäden wieder aufzunehmen Richtung Russland, aber auch überhaupt zu den anderen beteiligten Ländern im Nahen Osten. Und deshalb, das sei mir auch gestattet, lieber Kollege Lambsdorff, war ich etwas verwundert, dass Sie in der ersten Reaktion die Nichtbeteiligung Deutschlands, die militärische Nichtbeteiligung Deutschlands kritisch gewürdigt haben. Sie haben jetzt heute darauf nicht mehr zurückgegriffen. Ich glaube, es ist auch richtig so, denn wenn man sich anschaut, dass es gerade auch ein FDP-Außenminister war, der von einer militärischen Intervention in Libyen gewarnt hat, ist es gut, wenn Deutschland gerade bei solchen Konflikten sich militärisch zurückhält. Das erhöht unsere Chancen, zusammen mit unseren europäischen Partnern politische Gespräche voranzubringen. Aber dazu gehört auch, dass wir politische Gespräche zusammen mit den europäischen Partnern voranbringen. Und deshalb ist es richtig, dass es eine deutsch-französische Initiative ist, dass es im EU-Außenministerrat besprochen worden ist und dass wir in der Tradition sozialdemokratischer Friedens- und Entspannungspolitik ausgehend von einer Westbindung mit unseren europäischen Partnern gemeinsam versuchen, politische Konflikte zu lösen, damit sie nicht nur militärisch ausgetragen werden. Denn das ist ja leider die Verkürzung, die bei der Linkspartei immer wieder vorgenommen wird. Die Friedenspolitik von Willy Brandt, die war nur möglich, weil sich die SPD davor klar zur Westbindung, zur Einbindung in die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, in die EG und in die NATO bekannt hat. Das war die Auseinandersetzung in den 50er-Jahren. Seien wir doch mal ehrlich, das war auch ein großer Schritt für die SPD. Und es war Willy Brandt, der regierende Bürgermeister von Berlin, der diese Westbindung als junger SPD-Parteivorsitzender vorangebracht hat und damit auch das Sprungbrett, sozusagen die Ausgangsbasis dafür geschaffen hat, aufgrund einer klaren Westbindung Deutschlands dann den nächsten Schritt zu gehen hin zu einer Entspannungspolitik. Und genau das gilt auch heute. Mehr denn je wird deutsche Außenpolitik nur wirksam sein können, wenn wir zusammen mit den europäischen Partnern agieren. Das beste Beispiel ist der Iran-Nukleardeal. Das Ziel war eigentlich, unter UN-Ägide ein Abkommen zu schaffen. Dann sind Partner vorangeschritten aus der EU, zusammen mit Russland, zusammen mit den USA und haben ein Abkommen geschlossen. Eine der größten Errungenschaften von EU-Außenpolitik. Und jetzt gilt es, genau diese Idee zu übertragen auf die deutlich schwierige Situation, denn es ist immerhin ein heißer Krieg, der in Syrien immer noch läuft und seit 7 Jahren läuft, zu übertragen auf die politische Lösung des Syrien-Konflikts. Wir werden als Deutsche eine Vermittlungsrolle und auch unsere Gesprächskanäle zu Russland, die vielleicht besser sind als andere europäische Staaten sie haben, nur einsetzen können, wenn wir es gemeinsam mit den europäischen Partnern tun. Genau dies macht Heiko Maas und dafür hat er unsere volle Unterstützung. Das Wort hat der Kollege Dr. Norbert Röttgen für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte versuchen, nach vorne zu schauen und möchte kurze Anmerkungen machen zu unserer Verantwortung, zu unseren Interessen und zu unserem Handeln in der Sache Syrien und im Mittleren Osten. In der Auseinandersetzung mit dem Islam wird zunehmend und oft immer betont, dass wir ein christlich-abendländisch geprägtes Land sind. Ich teile diese Sichtweise.
Ich möchte aber kritisieren, dass aus dieser Feststellung oft nur sehr selektive Konsequenzen gezogen werden, sondern diese Identität hat umfassende Konsequenzen. Und für den Fall Syrien heißt sie, dass immer dann, wenn Menschen Opfer von Terror, von Unterdrückung, von Staats- und Kriegsverbrechen werden, wir nicht gleichgültig bleiben dürfen, meine Damen und Herren. Es geht uns an, auch wenn es nicht in unserem Land ist. Und darum haben wir eine Pflicht, uns zu engagieren. Zweitens zu unseren Interessen. Das, was die Welt so verändert hat in den letzten Jahren, in diesem kurzen Zeitraum, ist unter anderem, dass die Konflikte, der Hass, die Kriege des Mittleren Ostens nicht mehr in der Region bleiben, sondern die Flammen zu uns schlagen und die Menschen, die vor diesen Flammen fliehen, auch zu uns gekommen sind. Die Flüchtlingskrise, das, was wir Flüchtlingskrise nennen, macht deutlich, dass wir Europäer die Stabilität, die Sicherheit unserer Gesellschaften und Länder nicht mehr von den Konflikten und Kriegen im Mittleren Osten trennen können. Es ist unser Interesse, wenn wir uns engagieren. Nicht-Engagement ist eine Verletzung unserer eigenen Interessen, meine Damen und Herren. Wenn man das berücksichtigt, dann muss man kurz bilanzieren. Und Selbstkritik schadet nicht dafür, als Start etwas besser zu machen. Wenn das unsere Verantwortung und unsere Interessenlage ist, dann muss man sagen, dass 7 Jahre Krieg mit 500.000 Toten in unserer unmittelbaren geografischen Nachbarschaft ein beschämendes Ergebnis westlicher, europäischer und auch deutscher Politik sind. Das muss man feststellen, meine Damen und Herren. Wir sind unserer Verantwortung und unseren Interessen nicht gerecht geworden. Und das muss sich jetzt ändern. Ich will 2 Aspekte betonen, von denen ich glaube, dass sie wichtig in dieser Debatte sind. Das eine ist der völkerrechtliche Aspekt und dann der zu den militärischen Aktionen und dann die politischen Maßnahmen, die nun folgen müssen. Ich möchte mich vor allen Dingen an die Fraktion der Grünen wenden mit ihrer Position, die besagt, dass auch in einem Fall, in dem Fall, in dem ein Staat zum Verbrecher, systematischen Verbrecher gegen das eigene Volk wird, und wenn in diesem Fall eine Vetomacht des UN-Sicherheitsrates, Russland, die Rolle einer Schutzmacht annimmt und das Veto einlegt, in dem Bemühen, diesen Verbrechen entgegenzutreten, dass dann das Völkerrecht außer Kraft gesetzt wird. Das ist Ihre Position. Sie sagen, dann gibt es keine Legitimierung, dieser Gewaltanwendung entgegenzutreten. Wenn Sie dieser Auffassung sind, dann ist das Ergebnis Ihrer Rechtsauffassung, dass das Völkerrecht am Ende zur rechtlichen Absicherung von Staatsverbrechen wird, meine Damen und Herren. Und das kann nicht richtig sein, meine Damen und Herren. Und die völkerrechtliche Debatte ist schon weiter vorangeschritten, als es Ihre Position bedeutet. Kollege Röttgen, gestatten Sie bitte eine Frage oder Bemerkung? Nee, Sie sind nicht dran, Kollege Nuripur, sondern die Kollegin Keul hatte sich gemeldet. Vielen Dank für die Zulassung der Zwischenfrage und Entschuldigung, dass ich dem zuvor gegriffen habe. Herr Röttgen, ich hätte Sie sowieso gerne zum Völkerrecht noch mal was gefragt, denn Sie haben da ja sich auch häufig auch aus unserer Sicht zutreffend zu geäußert, sowohl als es um den Einmarsch in Afrin ging, aber ich glaube auch hier in dieser Sache sind wir uns völlig einig, dass das Völkerrecht nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Wir haben nur ein Völkerrecht und wenn wir dieses Völkerrecht aufgeben, öffnen wir eine Büchse der Pandora, die wir nicht wieder zukriegen. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir die UN-Charta ernst nehmen und die UNO stärken. Ich glaube, da haben Sie etwas falsch verstanden bei unserer Positionierung. Wozu ich Sie aber fragen möchte, ist zu den etwas mich irritierenden Ausführungen Ihres Kollegen Schmidt, der hier vorhin viel mehr suggeriert hat, auf das Völkerrecht käme es im Zweifelsfall doch gar nicht an, wenn man endlich mal handeln müsste und schließlich sei das hier kein Amtsgericht und deswegen käme es auf Rechtsvorschriften und Beweise und sowas doch wohl nicht an. Das hat mich sehr irritiert, denn diese Position wäre die Aufgabe des Völkerrechts als solches. Das kann doch wohl nicht sein. Was sagen Sie zu diesen Ausführungen Ihres Kollegen? Also ich sage gern was zur völkerrechtlichen Situation und ich sage gern etwas zu Ihrer völkerrechtlichen Position, die Sie vertreten haben. Zunächst mal nehme ich Ihre Frage zum Anlass, präziser zu formulieren. Das Völkerrecht tritt nicht außer Kraft nach Ihrer Position, aber es ist unwirksam. Und Sie erklären die Maßnahmen der Staaten von Staaten, die im Sinne des humanitären Völkerrechts und des Kriegsvölkerrechts sich gegen den staatlichen Verbrecher wenden, für völkerrechtswidrig. Das ist die Position, die hier mehrfach vorgetragen wird, dass diejenigen, die dem Staatsverbrecher entgegentreten,
gegen das Veto der Schutzmacht des Verbrechers völkerrechtswidrig handeln. Das ist Ihre Position. Und diese Position, das will ich nur sagen, die führt am Ende dazu. Und Sie sagen, das ist völkerrechtswidrig. Und die Position, zu der Sie kommen, die führt dazu, dass das Völkerrecht im Ergebnis zu einer rechtlichen Absicherung der Verbrechen von Herrn Assad wird. Das ist das Ergebnis Ihrer Position. Und darum, weil das so ist, Frau Kollegin, doch, es ist so, dass, ja, Sie schütteln jetzt den Kopf zutreffend, weil Sie merken, das kann ja nicht sein. Das stimmt. Das kann nicht sein. Und weil das nicht sein kann, ist es seit dem Genozid in Ruanda, seit Kosovo, auch nicht mehr der Stand der völkerrechtlichen Diskussion. Sie sind sozusagen von der Zeit überholt. Man hat erkannt, man kann diesen Konflikt zwischen dem humanitären Völkerrecht, dem Kriegsvölkerrecht und sozusagen dem Organisationsrecht des Völkerrechts, nämlich das Vetorecht von Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, nicht so auflösen, dass man sagt, die Vetomacht bestimmt das Recht. Und darum ist das nicht mehr der völkerrechtliche Stand. Und darum hat die CDU-CSU-Fraktion mit ihren Rednern Dr. Wadephul und Christian Schmidt recht, dass diese Aktion der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Prinzipien, wie sie sich herausgebildet haben, geführt worden ist, meine Damen und Herren. Das wollte ich zu dem Punkt sagen. Und ich glaube übrigens, dass die Art und Weise, wie dieser Militärschlag gemacht wurde, gezielt und begrenzt zur Weiterentwicklung des Völkerrechts beitragen wird. Ich will aber meinen letzten und entscheidenden Punkt machen. Militärschlag hin oder her. Und ob man ihn für richtig oder falsch und angemessen und völkerrechtswidrig handelt. Wenn es dabei bliebe, dann wäre nichts gewonnen. Dann hätten wir wieder sozusagen einen Empörungszyklus gehabt und am Ende sind wir wieder bei dem, was wir 7 Jahre hatten, Gleichgültigkeit, Desinteresse und fehlendes Engagement. Und darum ist jetzt die eigentliche Verantwortung, und der Bundesaußenminister hat sich so geäußert, und das finde ich gut und richtig, auch Deutschlands, Europas, dass wir jetzt dafür sorgen, uns in der Pflicht sehen, dass Syrien und der Mittlere Osten nicht mehr von der Tagesordnung der internationalen Politik verschwinden, meine Damen und Herren. Das ist auch unsere Verantwortung. Und dafür müssen wir etwas tun. Das stellt sich nicht von selber ein. Dafür brauchen wir, Kollege Wadephul hat es gesagt, dafür brauchen wir europäische Solidarität. Dafür brauchen wir den Westen. Dafür brauchen wir keine deutsche Sonderrolle. Wer sind wir denn eigentlich, dass wir uns einbilden, auf einmal nur, weil wir als Deutsche auftreten, auf einmal alles auflösen zu können? Nein, wir brauchen eine klare Positionierung, wo wir stehen, wo wir politisch stehen, zu welchen Werten wir stehen. Und das sind die europäisch-abendländischen Werte, die wir jetzt wirksam werden lassen müssen. Und darum müssen die E3 zusammenkommen. Frankreich, Großbritannien, Deutschland mit der EU zusammen müssen zusammenkommen und sich verpflichten. Wir müssen die USA ins Boot nehmen. Wir können ja Kritik an Trump äußern, völlig zu Recht. Aber die USA sind nicht ersetzbar. Und darum müssen wir eine Gruppe des Westens bilden, die sich selber verpflichtet, einen politischen Prozess zu initiieren. Wir dürfen nicht mehr davon abgehen. Und dann müssen wir ausgreifen. Dann müssen wir natürlich mit Russland reden. Wir müssen mit Iran reden. Wir müssen mit der Türkei reden. Und wir müssen als Westen gemeinsam, als Teil des Westens, nicht als Sonderrolle, politische Lösungen erzwingen und dürfen nicht mehr davon weggehen. Es stimmt, Russland, ohne Russland wird es keine Lösung geben. Das stimmt. Aber es stimmt noch viel mehr, wenn der Westen nicht anfängt, politische Lösungen zu wollen und durchzusetzen, dann wird es keine politischen Lösungen geben, sondern wird es eine Fortsetzung von Krieg, Verbrechen und Leid geben. Und das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Bevor wir in der Debatte fortfahren, werde ich das Wort zu 2 Kurzinterventionen erteilen. Und danach hat der Kollege Röttgen, wenn er das mag, die Möglichkeit, auf alle beide gleich zu reagieren. Als erstes hat der Kollege Nuripur das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Röttgen, Sie haben gerade sinngemäß gesagt, wir Grüne würden sagen, die Regeln des Völkerrechts würden gebrochen. Und das in einer Situation, in der eine Veränderung der Regeln Syrien betreffend wegen der Blockade Russlands im Sicherheitsrat nicht zu erreichen sei. Und deshalb würden wir die Regeln, die gebrochen werden, dafür zuständig machen, dass tatsächlich hier zum Beispiel Chemiewaffen eingesetzt werden. Das ist ehrlich gesagt ziemlich absurd.
Das ist das, aber ich will auf eines hinweisen. Es ist extrem misslich, dass der Sicherheitsrat blockiert ist. Das teilen wir ja alle. Und es wäre zu wünschen, dass wir dort zu Lösungen kämen, die auch tragen. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass es mindestens 4 Resolutionen gibt im Sicherheitsrat mit den Stimmen Russlands, die dann am Ende nicht umgesetzt wurden. Denn daran muss man auch Russland immer wieder erinnern. Aber Fakt ist, dass der Sicherheitsrat blockiert ist. Fakt ist, dass die Schutzverantwortung, zu der Sie ja gerade gesprochen haben, im Kern immer wieder darauf rekurriert, dass eine Souveränitätsverletzung eines Landes durch die Staatengemeinschaft nur dann zu rechtfertigen sei, wenn das durch den Sicherheitsrat beschlossen wird. Aber Fakt ist auch, für die Situation, dass das nicht funktioniert, gibt es eine Resolution vom 3. November 1950 von Indien eingebracht und beschlossen. Das nennt sich Uniting for Peace. Und da geht es darum, dass genau in der Situation, in der der Sicherheitsrat nicht mehr handlungsfähig ist, die Generalversammlung der Vereinten Nationen beispielsweise beschließt, dass die Schutzverantwortung nun zu greifen hat. Und die Bundesregierung hätte die Aufgabe, aus unserer Sicht die Generalversammlung endlich in dieser Sache anzurufen. Und das ist das, was wir wollen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt das Völkerrecht verbiegen, wie wir wollen. Es geht nicht darum, dass wir Double Standards schaffen, die tatsächlich dann am Ende in Russland, von Russland beispielsweise auf der Krim auch gegen uns verwendet werden. Aber es geht darum, dass es Wege gäbe, völkerrechtliche Legitimität zu schaffen. Bitte, bitte helfen Sie uns, dass wir die Bundesregierung überzeugen, dass dieser Wege auch endlich gegangen wird. Zu einer weiteren Kurzintervention erhält Tobias Pflüger das Wort. Ja, Kollege Röttgen, wir haben ja gerade sehr interessante Ausführungen zum Völkerrecht von Ihnen gehört. Ich glaube, man kann sich da in der Literatur und in der allgemeinen Debatte darüber erkundigen. Das, was Sie hier erzählt haben, ist dann doch eine sehr, sehr breite und sehr, sehr weite und abenteuerliche Interpretation. Ich will Ihnen das mal sehr deutlich beschreiben. Was Sie begründen, ist, dass Sie sagen, es hat ein Giftgasangriff stattgefunden. Da muss man schon mal korrigieren, ein mutmaßlicher Giftgasangriff. Und es ist so, dass diejenigen, die das untersuchen sollen, nämlich die OPCW, auf dem Weg waren und das genau untersuchen sollten. Und dann erfolgte ein Angriff von 3 Staaten, nämlich den USA, Frankreich und Großbritannien. Und dieser Angriff ist in dieser Form, wie er stattgefunden hat, völkerrechtswidrig. Und die Bundeskanzlerin sagt, er sei angemessen gewesen und er sei erforderlich gewesen. Und es sei was gewesen, wo Verantwortung übernommen wurde. Ich kann Ihnen klipp und klar sagen, es war weder angemessen noch erforderlich, noch wurde damit Verantwortung übernommen, sondern es war unverantwortlich, weil damit nämlich eine weitere Eskalation möglich war. Wir können froh sein, dass es offensichtlich die sogenannte kleine Variante gewählt wurde. Was Donald Trump vorher angekündigt hatte, war eine große Variante, wo er direkt Russland angedroht hatte, anzugreifen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte verdrehen Sie hier nicht das Völkerrecht. Da gibt es eindeutige Regelungen und die heißen, dass dieser Angriff, den die USA, Frankreich und Großbritannien hier durchgeführt haben, der war völkerrechtswidrig und deshalb sagen wir auch Nein zu diesem völkerrechtswidrigen Angriff. Kollege Röttgen, Sie haben das Wort zur Erwiderung. Kurz antworten, weil ich meine Position ja dargestellt habe. Wir müssen es und sollten es vielleicht noch mal bei anderer Gelegenheit fortsetzen, wie man mit dem Dilemma umgeht, wenn Staatsmacht entweder völlig ausfällt oder wenn die Staatsmacht sich gegen die Bürger wendet und eine Schutzmacht im UN-Sicherheitsrat auftritt. Zu sagen, dann können wir entweder gar nichts tun oder wir brauchen eine Debatte in der Generalversammlung. Das, glaube ich, ist kein effektiver Schutz des humanitären Rechts, kein effektiver Schutz der Opfer von den Verbrechen, die ja stattfinden. Darum habe ich meine Position vorgetragen, von der ich glaube, dass sie sich entwickelt hat nach den Erfahrungen der Genozide und der Völkermorde, die wir gesehen haben. Und ich glaube, dass dieser Angriff, und zwar auch nur dadurch, wie er stattgefunden hat, wenn irgendwie geschossen worden wäre, wäre das nicht zu rechtfertigen gewesen. Und es war gerade auch die Absicht derjenigen, die sich beteiligt haben, durch die gezielte und begrenzte Maßnahme zur rechtlichen Legalität und Legitimierung beizutragen. Einen zweiten Gesichtspunkt möchte ich kurz aufwerfen, weil ja gesagt wurde, habe ich eben vergessen. Das ist eine Eskalation, die den politischen Prozess schwieriger gemacht hat. Ich bin davon überzeugt,
dass das Gegenteil wahr sein kann. Durch die Entschlossenheit und Einigkeit, die der Westen zuerst im Fall Skripal und jetzt in diesem Fall bei Syrien gezeigt hat, sind die Möglichkeiten, zu politischen Lösungen zu kommen, aus meiner Sicht gestiegen. Wir sehen übrigens auf der russischen Seite überhaupt kein Eskalationsverhalten, sondern jetzt ist deutlich gemacht worden, der Westen nimmt sich dieses Verhaltens an. Und es ist aus diesem Verhalten, dem militärischen Verhalten, auch unsere Selbstpflicht erwachsen, nun auch zu politischen Lösungen zu kommen. Ich glaube, dass wenn wir jetzt dieser Verantwortung gerecht werden, am Tag danach nicht mehr nichts zu tun, sondern zu Diplomatie und Politik zu kommen, ist das am Ende etwas, was deutlich gemacht hat, der Westen hört auf, gleichgültig zu sein, und wir fangen an mit einem dauerhaften politischen Engagement in Syrien, im Mittleren Osten und auch im Verhältnis zu Russland. Das Wort hat der Kollege Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich gut gewesen, dass wir in der Debatte diese völkerrechtliche Diskussion begonnen haben. Mich haben die Argumente von Norbert Röttgen mehr überzeugt. Ich möchte als Schlussredner in dieser Debatte auf einige Aspekte eingehen, die eine Rolle gespielt haben, die auch in der öffentlichen Meinung eine Rolle spielen. Es ist oft oder es wird oft gefragt, welche Beweise gibt es dafür, dass durch das syrische Regime in Ostghuta Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Ich erinnere mich an die vielen Diskussionen in den letzten Jahren, immer dann, wenn wir gehört haben von Giftgaseinsätzen in Syrien, wo dann auch die Fakten geprüft wurden, die auf dem Tisch lagen. Und wir haben dabei ganz oft Folgendes erlebt. Es gibt internationale Ermittlungen, zum Beispiel durch die Organisation in Den Haag. Es werden sehr valide Ergebnisse produziert, aber das entsprechende Mandat, das erteilt wird für diese Untersuchungen, wurde auf russisches Betreiben hin so ausgelegt, dass daraus aus diesen Schlussfolgerungen, aus diesen Beobachtungen nicht die notwendigen Schlussfolgerungen gezogen werden dürfen, wer denn der Schuldige ist. Und es ist höchst perfide, wenn dann daraus umgekehrt behauptet wird, es gäbe ja gar keine UN, keine offizielle UN-Feststellung von Tätern, wenn man vorher bereits durch die Formulierung des Mandats für die Untersuchung ausschließt, dass es zu einer solchen Feststellung kommen kann. Das war bei dem ersten großen Giftgasansatz so, der dann zu dieser UN-Resolution geführt hat. Die Indizien, woher die Granaten kamen, welche Kaliber das waren, welche Art von Chemiewaffen eingesetzt waren, waren so eindeutig. Aber die Feststellung, die formale Feststellung, war eben nicht geboten, weil es im Mandat verboten war. Und es ist aber trotzdem für mich kein Grund daran zu zweifeln, dass diese Waffen tatsächlich eingesetzt worden sind. Das ist im Übrigen eine perfide russische Strategie, die im Fall Skripal auch angewendet wird. Ja? Es wird jetzt behauptet, die Schweizer hätten festgestellt, es seien ja irgendwelche amerikanischen Giftstoffe gewesen, die Skripal und seine Tochter dort vergiftet haben. Das ist eine ungeheure Perfidie, weil natürlich derjenige, der das vorträgt, nämlich der Außenminister von Russland, Lavrov, genau weiß, wie die Chemiewaffenbehörde arbeitet und dass sie sehr sorgfältig Proben zur Analyse gibt und dass eben bei diesen Proben auch Vergleichsproben mitgeliefert werden, die ganz bewusst einen anderen Stoff enthalten, damit man hinterher feststellen kann, hat dieses Institut sauber und sorgfältig gearbeitet. Genau das ist in diesem Fall wohl bei diesem Schweizer Institut, offiziell ist das ja geheim, aber alle vermuten, welches Institut es ist, dass bei diesem Schweizer Institut das so gemacht wurde. Und dann behauptet ein russischer Außenminister, es wäre der Beweis genau des Gegenteils, was die Wahrheit ist. Deswegen sage ich, wir müssen uns bei der Bewertung tatsächlich auch ein Stück weit auf die Faktenlage verlassen. Wir müssen uns um Fakten bemühen, aber wir können natürlich in einer solchen Situation nicht den gerichtsfesten Beweis erwarten, wie in einem deutschen Gerichtsprozess, wo der Staatsanwalt mit allen seinen Methoden, mit allen seinen Möglichkeiten der Durchsuchung, der Abhörung und so fort natürlich eine Beweislage herstellen kann, die solider und valider ist. Ich finde an diesem Luftschlag vom Samstagmorgen richtig, dass er sich gegen die Chemiewaffen gerichtet hat, weil ich in erster Linie an die Menschen denke, die von diesen Chemiewaffen bedroht und betroffen sind.
Und meine Hoffnung ist, dass es tatsächlich gelungen ist, die Fähigkeit Assads, diese Waffen gegen sein Volk einzusetzen, deutlich zu minimieren. Allein deshalb, wenn das gelungen wäre, wovon ich ausgehe, allein das würde diesen Einsatz rechtfertigen, so in dem Sinne, wie das Norbert Röttgen ja eben auch auf der Basis unserer Werte entsprechend vorgetragen hat. Und es wäre gut, wenn das, was wir erlebt haben am Samstag, auch noch einen zweiten positiven Effekt hätte, nämlich, dass wir tatsächlich in eine neue Denkweise auch auf russischer Seite und ein neues Gespräch mit russischer Seite um die Situation in Syrien kommen und zu einer Wiederaufnahme des Genfer Prozesses. Denn mein Dramabild von Syrien der Zukunft ist, dass dieses ein Staat bleibt unter der Herrschaft von Assad, in dem Russland seine Militärbasen hat und dem der Iran an die Grenze Israels heranrückt mit seinen regulären Truppen oder zumindest Helfertruppen. Das wäre im 70. Jahr der Existenz des Staates Israel eine ausgesprochen fatale Situation. Und wir Deutsche haben die Pflicht, uns mit allen Mitteln, mit allen diplomatischen, politischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, darum zu bemühen, dass eine solche grauenhafte Situation nicht entsteht. Und ich finde, das sind wir dem Staat Israel und unserem eigenen Gewissen im Blick auf die Situation in Syrien schuldig. Und deswegen bin ich mit meinem Gewissen im Reinen mit dem, was am Samstag geschehen ist. Und ich setze darauf, dass wir eine neue Dynamik bekommen, die zu einem besseren Ergebnis führt als das, was wir in den letzten 7 Jahren erreicht haben. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf morgen, Donnerstag, den 19. April 2018. 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.